Hey, yo, liebe Leute, Theo hier. Heute mal wieder ein Mario Odyssey Video und zwar wieder zu einem unmöglichen Sprung. Und ich finde diesen Sprung sogar noch schwerer als den aus dem Metro Kingdom, den ich euch einmal schon gezeigt hatte in einem anderen Video. Aber der, Leute, der von heute, ich finde ihn um einiges schwerer. Und ich fordere euch heraus, Leute, meine Zuschauer, den Sprung nachzumachen nach dem Video und mithilfe der Aufnahmefunktion von der Switch das Ganze aufzunehmen und zu teilen und auf Twitter mich zu markieren, denn ich will das Ganze mit dem Gewinnspiel verknüpfen, Leute. Ja, ich finde, das ist eine coole Challenge und man muss auch diesmal wirklich was erfüllen und es schaffen, um dran teilzunehmen. Mein Twitter-Account habe ich verlinkt in der Videobeschreibung und zwar müsst ihr den Sprung einfach nur filmen, mich drauf markieren und dann könnt ihr diese Mario Odyssey Amiibo gewinnen. Und das Ganze lösen wir auf in der letzten Kalenderwoche dieses Jahr, also kurz vorm neuen Jahr, mache ich dann die Auflösung. So Leute, dann kommen wir auch mal zum Sprung und zwar der Sprung selber ist wirklich ziemlich knackig, wie eben schon erwähnt. Und zwar müsst ihr dafür erstmal zur finsteren Seite des Mondes, ihr müsst dafür 250 Monde haben, um dorthin zu kommen. Ihr braucht dort selber nichts zu machen, ihr könnt einfach direkt, wenn die Odyssey landet, habt ihr auch wieder ein Elektrodraht, an den ihr euch schmeißen könnt und dann damit einfach zur unteren Plattform kommt. Aber die Challenge ist, ohne dieses Teil, ohne den Elektrodraht, ohne ihn zu kapern, darüber zu kommen. Ich habe das selber schon mal damals probiert, weil ich dachte, ein Longjump und dann zwei Capdives und dann geht das. Aber nein, Leute, es ist wesentlich schwerer. Ihr seht es hier, ich habe es ein paar Mal probiert, also wirklich lange probiert. Und zwar müsst ihr schon neben der Odyssey starten, müsst dann eine Stampfattacke machen. Wieder von der Stampfattacke. Mit Full Speed kann man dann ja nach vorne dashen und das macht ihr dann auch. Mit dem Speed macht ihr dann sofort einen Longjump und dann müsst ihr versuchen, auf dieser kleinen Fläche mit erhöhter Gravitation ein Triple Jump zu machen. Und der dritte Sprung, also der Sprung, der euch am höchsten katapultiert, der muss wirklich an der äußersten Kante sein und ihr müsst dabei noch die Geschwindigkeit vom Dash und dem Long Jump müsst ihr noch behalten. Also es ist wirklich ein bisschen schwer, aber ihr seht es hier, wie es funktioniert. Ich zeige es euch hier, ich blende es öfter ein. Aber wenn ihr das richtig macht oben auf der Plattform, dann braucht ihr nicht einmal den zweiten Cap Dive unten, denn ihr könnt mit dem Triple Jump schon ziemlich weit kommen an die Plattform ran. Dann braucht ihr nur noch einen Wurf mit Cappy und einen Hechtsprung und dann seid ihr schon dort. Ich liebe solche Challenges, ich liebe solche Sprünge und das wird es in Zukunft auch noch öfter geben, mit Gewinnspiel verknüpft oder vielleicht auch einfach mal so, die Top 5 oder die Top 3 schwersten Sprünge werden in Zukunft noch kommen. Es werden noch Videos kommen zu Power-Ups und dann natürlich wird es noch Top-Listen und allgemeine Videos geben im Mario-Universum. Jetzt nicht nur Odyssey, auch mal im Vergleich Odyssey zu anderen Spielen. Da kommt beim Arcade am Wochenende ein richtig geiles Video. Kann ich euch schon mal ein bisschen anteasen. Und bei mir kommt auch bald der große Nintendo-Cast Mario Odyssey gegen Mario 64 im Vergleich unter verschiedenen Gesichtspunkten einfach verglichen. So Leute, jetzt ist euer Skill gefragt. Einfach mit der Aufnahmetaste das auf Twitter teilen, mich markieren und dann seid ihr im Gewinnspieltopf. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich freuen, Leute. Damit bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.